heute gibt es außerplanmäßig ein ganz kurzes Video. Ich wollte eigentlich gar keins drehen heute, aber ich habe gerade Post aus Amerika bekommen. Und zwar habe ich mir diese beiden Planer anfertigen lassen. Die sind von der Firma oder der Marke Sunday Dots. Und man kann die nur bestellen über Instagram bzw. E-Mail. Ich verlinke euch die Instagram-Seite mal in der Infobox. Es gibt zig verschiedene Designs. Ich werde euch auch mal ein paar Fotos einblenden. Und man kann sich sowohl außen die Farbe als auch innen die Farbe aussuchen. Also man kann den Planer sich individuell zusammenstellen. Das finde ich ganz toll, weil man dann einfach verschiedene Farbkombinationen zur Auswahl hat, die man gern eben haben möchte. Ich habe mir jetzt die zwei Designs ausgesucht. Das ist die Größe Personal. Es gibt auch die Größe A5. Allerdings hat die Größe A5 den Nachteil, dass die innen 20 Ringe hat. Und ist ja mit den gängigen Einlagen wie Filofax oder Kiki K da nicht kompatibel. Das heißt, man müsste sich komplett alles selber basteln. Und ja, finde ich persönlich jetzt ein bisschen umständlich. Und 20 Ringe sind mir auch zu viel. Deswegen habe ich Personal genommen. Die sind mit den ganz normalen 6er-Ringen ausgestattet und somit auch kompatibel. Also da passen die ganz normalen Einlagen rein. Ich habe mich für diese zwei Designs entschieden, wobei mir die Variante jetzt besser gefällt als die. Ich habe mir die mit den Wassermelonen bestellt, weil ich damals, als ich bestellt habe, unbedingt den Kiki K haben wollte. Und deswegen habe ich mir den mitbestellt. Zwischenzeitlich habe ich den Kiki K. Und zwar habe ich den von einer Freundin gebraucht bekommen. Also fast wie neu, kann man sagen. Aber trotzdem günstig. Und den hatte ich aber dann ja schon bestellt gehabt. Und deswegen ja, werde ich den wahrscheinlich auch wieder ziehen lassen, weil zwei mit Wassermelonen muss jetzt eigentlich auch nicht sein. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Also einer kostet 25 US-Dollar, das sind umgerechnet ungefähr 23 Euro. Sie kommen komplett ohne Einlagen, also nackt sozusagen. Der Versand ist leider recht teuer, also der Versand kostet auch nochmal 21 Dollar. Und somit habe ich für beide Planer inklusive Versand 71 Dollar bezahlt, was umgerechnet ungefähr 66 Euro sind. Ich musste allerdings nicht zum Zoll, ich musste auch an der Haustür nichts bezahlen. Ich habe die einfach so bekommen, also ich musste unterschreiben, aber ich musste an der Haustür nichts mehr bezahlen. Also kann man sagen, dass ein Planer 33 Euro gekostet hat, was aber für einen Planer, der jetzt komplett ohne Einlagen kommt, natürlich schon jetzt auch nicht so günstig ist. Aber wie gesagt, der Vorteil ist, man kann sich das Design unter wirklich ganz vielen Möglichkeiten aussuchen. Es gibt eigentlich nur bedruckte Designs, also es gibt keine einfarbigen, sind alle bedruckt mit unterschiedlichen Mustern und innen eben gibt es auch ganz viele verschiedene Farben zum Auswählen. Ich zeige euch die beiden jetzt einfach mal. Also ja, hinten sehen sie genauso aus wie vorne. Und der Verschluss ist jeweils ein Magnetverschluss. Ja, ist halt ein Magnet, also man muss teilweise ein bisschen suchen, bis man den Magnet hat, aber er schließt dann eigentlich schon gut. Das Material, also er riecht ein bisschen, ich habe ihn jetzt auch gerade erst ausgepackt, er riecht ein bisschen nach Plastik und er fühlt sich auch ein bisschen nach Plastik an. Also er fühlt sich jetzt auf keinen Fall an wie Leder und Kunstleder, ja, also es fühlt sich ein bisschen an wie Plastik, aber er ist dick gepolstert, also sehr dick. Er gibt hier richtig nach, wenn man drückt, also ist dick gepolstert. Und jetzt machen wir erstmal den auf, wobei die beide innen gleich sind, also man macht ihn auf. Und er ist auch ziemlich, also wenn man ihn aufmacht, man sieht schon, er liegt nicht flach da. Er ist ziemlich steif noch, wobei, wie gesagt, er ist jetzt ganz neu, ich habe ihn gerade ausgepackt. Also ich denke mal, wenn man ihn ein bisschen biegt und in Gebrauch hat, dann wird es schon. Ich habe mir für beide innen rosa ausgesucht. Es gibt, wie gesagt, zig Farben. Die Ringe sind recht straff
und schließen auch perfekt. Also die Ringe sind wirklich gut, sie sind jetzt nicht sonderlich groß. Aber die Ringe sind wirklich, also tadellos. Dann hat er hier eine Einschiebkasche und hier nochmal eine. Und hier drei Fächer. Eins ist mit Klarsichtfach und dann nochmal zwei. Hier steckt eine Karte drin von der Marke sozusagen, eine Visitenkarte, wo also die Kontaktdaten draufstehen. Man kann, wie gesagt, nur per E-Mail oder Instagram bestellen. Der Kontakt ist natürlich auf Englisch logischerweise, aber sehr nett, sehr freundlich. Und ich habe bestellt am 12. Oktober und jetzt heute sind sie gekommen. Heute ist der 23. November. Also, ja, ich würde mal sagen, 5-6 Wochen muss man rechnen. Aber sie fertigt die ja auch selber an und dann nochmal der Versand. Also ist eigentlich okay. Hier ist eine Stiftschlaufe und hier ist auch nochmal ein Fach. Also ich finde ihn doch recht geräumig. Ja. Wie gesagt, er ist dick gepolstert, also ich kann richtig gut drücken. Hier hat er schon ganz kleine Abdrücke von den Ringen, aber minimal. Ich denke, das kann man aber dadurch umgehen, indem man hier vielleicht einfach ein Stück laminiertes Papier oder so einlegt. Aber gut, Ringabdrücke lassen sich oft einfach nicht vermeiden. Aber er ist wirklich, wie gesagt, sehr gut gepolstert. Ja, mehr gibt es eigentlich auch schon gar nicht zu sagen. Wie gesagt, der ist momentan noch recht steif, aber ich finde die Farben also außen total schön. Mit den Punkten und den Rosen. Es ist so richtig schönes Pastell und er gefällt mir wirklich richtig gut. Also er wäre jetzt, wenn der Versand nicht so teuer wäre, wäre wirklich ein super günstiger Kalender. Der Versand ist halt leider recht teuer, wobei, ja, muss man selber entscheiden, ob einem das das wert ist. Einlagen sind ja wie gesagt nicht dabei. Das zeige ich euch den zweiten noch kurz. Ja, das ist dann der zweite. Schaut innen genauso aus, weil ich die gleiche Innenfarbe gewählt habe. Aber wie gesagt, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Sowohl außen als auch innen. Und ja, mehr gibt es eigentlich dann schon nicht zu sagen. Den werde ich vermutlich wieder gehen lassen. Den werde ich, falls jemand Interesse hat, kann er sich gerne bei mir melden. Ansonsten werde ich ihn, denke ich mal, beim Marktplatz auf Facebook einstellen. Weil, ja, zwei Planer mit Wassermelonen brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Zudem hier gibt es bald ein Video. Also in den kommenden Tagen oder nächste Woche, weil ich den jetzt soweit fertig habe. Und ja, so viel also zu meiner kurzen Review-Vorstellung. Sunday Dots heißen die Planer, Sunday Dots Planer. Und wie gesagt, wer da Interesse hat, einfach mal auf der Instagram-Seite nachgucken. Es gibt wirklich wunderschöne Designs und ja, 6 Wochen ist, denke ich mal, auch akzeptabel, wenn man bedenkt, dass es aus dem Ausland kommt und angefertigt wird. Ist auch soweit, was ich jetzt sehen kann, alles ganz gut vernäht. Wie gesagt, die sind ja handgemacht und der Geruch, denke ich mal, wird auch bald verschwinden. Also es riecht halt jetzt momentan noch ein bisschen nach Plastik, aber jetzt auch nicht so gravierend, dass man sagt, mir fällt gleich tot um. Okay. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bis bald, bis zum nächsten Video.